Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und heute zeige ich euch etwas aus meiner Star Wars Sammlung. In diesem Video geht es um die aus Episode 3 bekannten Jedi Abfangjäger, die richtig genannt Etta-2 Actis Abfangjäger genannt werden. Von der Baureihe sind sie ziemlich alle gleich, deswegen werde ich einen ein bisschen ausführlicher beschreiben und die anderen so nebenbei. Unterscheiden tun sie sich eigentlich regelrecht in der Bemalung und in der R2-Einheit. Jedi-Ritter hatte einen einzelnen oder eigenen R2 bzw. Astromech-Droiden. Ja. Aber es waren lediglich 2 oder 4 Schiffe zu sehen. Dieser hier erschien 2005 in der Revenge of the Sith Line. Und zwar ist dieser rot gefärbte von Obi-Wan Kenobi. Und zwar der aus der Anfangssequenz, wo sie General Grievous Schiff aufspüren sollen. Gut, schauen wir uns mal an. Dieser Abfangjäger zeigt hier das Zeichen der Republik, hat hier mehrere Geschütze, auch hier vorne, und zeigt schon ein paar Kampfspuren auf. Das Fahrgestell konnte beidseitig herausgefahren werden oder herausgezogen werden und klappt aber recht schnell beim Stehen wieder hinein. Gut, lassen wir es mal drin. Auf der Rückseite haben wir hier einen Knopf, hier einen Knopf und hier zwischen den Düsen einen Knopf. Dieser hier, genauso wie der auf der gegenüberliegenden Seite, betätigt die Raketen. Jupp, dann nehmen wir die andere. Okay. Werden einfach hier wieder hineingesteckt und gut ist. Das zweite Feature ist hier dieser Hebel. Und wenn man den nach unten drückt, passiert Folgendes. Die Flügel gehen in Angriffsstellung. Durch einen Federmechanismus und eine Einrastvorrichtung werden sie hinaus aufgestellt. Von der Seite nochmal. Das Cockpit kann geöffnet werden und ist eigentlich schon super detailreich gestaltet, finde ich. Eine Actionfigur kann darin Platz finden und nachdem diese etwas beweglicher waren, konnte man sie auch an den Konsolen die Hände legen lassen. Hier haben wir Obi-Wan, der gerade sein Headset kämpft. So, Deckel wieder zu und drin ist er. Beigepackt war dieser kuppelförmige R4P17, der bei jedem Fighter dabei war, allerdings natürlich immer anders. Allerdings ist das nicht eine komplette Figur, sondern wirklich nur so ein Kuppelteil mit einem beweglichen Kopf. Der Rest ist Aufkleber, vorne und hinten. Es war wahrscheinlich gedacht, einen normalen Astromech hineinstellen zu können. Allerdings der reguläre hier P4 geht nicht ganz gut hinein. Also ohne dass er
irgendwie sich verbeult oder irgendwas. Leider nicht. Oder dass die Drähte hier abreißen. Später gab es nochmal einen in der Mission-Serie, der etwas kleiner wirkt. Aber ja, selbst der hier hat gute Schwierigkeiten, dort hineinzupassen. Leider. Also belassen wir es bei dem hier. An der Unterseite der Flügel sind hier so kleine Löcher eingestanzt oder eingelassen. Das hat folgenden Grund. Es gab ein Tri-Droid, bei dem Bastroiden dabei waren. Diese kleinen kugelförmigen Droiden, die dann aufgegangen waren und hier das ganze Schiff demolierten. Es gibt zwei verschiedene Variationen. Einer, der hier, der ist beim Vulture-Droiden dabei aus Episode 3 und es unterscheidet sich. Hier an dieser Stelle zu dem hier, hier sieht man einen kleinen Stift, bei dem hier fehlt er. Dieser beim Dry-Droid dabei, der ist wichtig hier. Und zwar kann dieser Stift hier hineingesteckt werden. Und kann so simulierenderweise darstellen, dass das Schiff zerlegt wird. So, und schon ist er befallen. Oh, Anakin, hilf mir, hol das Insektenspray. Oh. Das war der erste. Ebenfalls im Jahre 2005 kam ein weiterer Obi-Wan Starfighter heraus. Und zwar ein Exklusiv von Toys R Us mit einer inklusiven Obi-Wan-Figur, die beim anderen natürlich nicht dabei war. Und dieser Starfighter ist der zweite, den Obi-Wan fliegt. Diesmal in Blau. Das ist der, der auf Mustafa, nee, nicht auf Mustafa, Entschuldigung, auf Utapau im Einsatz kommt. Man sieht hier einen anderen Droiden. Und zwar ist das R4G9, den er sich von Ayla Secura ausgeliehen hat. Eigentlich gehört dieser Droide nämlich Ayla. Gut, da zeige ich jetzt nur kurz die Verpackung. Hier sieht man den anderen Droiden, R4P17. Und ein bisschen, was man mit dem Raumschiff machen kann. Dadurch, dass es eine Blisterbox ist, verübrigt sich eigentlich das Auspacken. Eine überarbeitete Version des Jedi Starfighter von Obi-Wan Kenobi kam im Jahre 2013, glaube ich, heraus in der Mission Series. Ja. Ich weiß nicht, ob es schon auffällt. Den habe ich zu Hause wieder aufgehängt, den meinst du? Und er ist... Ja, scheinbar muss er noch wachsen. Es ist eine kleine Version des Starfighters. Das Cockpit ist zu öffnen und ist hier nur ein wenig angedeutet. Es bietet auch Platz für eine Actionfigur, die irgendwie weniger Platz hat als vorher. Und ich weiß nicht. Auch die anderen Figuren, die passen nicht richtig hinein. Das war schon mal ein Minuspunkt. Dann das zweite war, dass er einfach kleiner war, vielleicht ein bisschen billiger, aber für Sammler nee, nicht meins. Er war billiger hergestellt. Hier sieht man auch den Vergleich zum Droiden. Sollte eigentlich ein bisschen größer sein. Naja. Abschussmechanismus hier unten an den und hier oben. Grüne Laser und die Flügel konnten zum Glück aufgeklappt werden, aber man musste sie aufklappen. Hier hat man so kleine Einbuchtungen und naja, muss man schauen, dass man sie einigermaßen richtig hin. Man könnte sie auch andersrum machen,
so, ja. Also dieser Starfighter 2013 aus der Mission Series, ja, ist für den kleinen Geldbeutel, aber für die Sammler, naja. Doch es blieb nicht nur bei dem einen. Und zwar kam ein Jahr später, 2014, ebenfalls in der Mission Series, die letzten ihrer Art heraus. Obwohl dies der gleiche, nur in Blau ist, wie der vorhergehende gezeigte, ist dieser Starfighter seltsamerweise überteuert zu finden, meiner Meinung nach. Also er war ein Ladenhüter und naja, gut, anderes Thema. Zusammen mit diesen beiden kleinen, winzigen Raumschiffen kam dieser heraus. Wie gesagt, der gleiche, den ich euch gerade gezeigt habe, nur in Blau. Und wo Obi-Wan war, ist auch Anakin nicht weit gewesen. Dieses hier aus der Revenge of the Sith Line von 2005 ist Anakin Skywalkers gelber Jedi Starfighter der ETA-Klasse. Das Schiff hier war eine Sneak Preview und zeigt hier dementsprechend die vier Sneak Preview Figuren, die weit vor dem Filmstart herausgekommen waren. Die Packung ist so wie die Figuren, also wie die Reihe, so dieses brennende, lavamäßige, goldene Logo. Schauen wir uns das Schiff mal an. Vom Mold her gleich geblieben, wie ich schon vorhin erwähnt habe. Lediglich die Bemalung ist anders und der Astromech-Droide hat sich auch geändert. Hier sehen wir R2-D2. Wieder hier einige angedeutete Figur, die hier hineingesteckt wird und ein richtiger R2 leider nicht hineinpasst. Die Füße zum Ein- und Ausfahren. Hier hinten der Mechanismus der Raketen. Das Cockpit mit einer Anakin-Figur darin. Und hier hinten wieder der Mechanismus der Flügel. Ja, gut. Oder Absturzmechanismus. So. Na. Na, ein bisschen. Auf der anderen Seite. Faszinierend finde ich hier diese Cockpitscheibe, angelehnt an den T-Jägern des Imperiums. Auch hier finden wir wieder diese Löcher für die Bastroiden, die, wo ich vorhin schon erwähnte, die vom Tree-Droid genommen werden müssten und können hier hineingesteckt werden. Na gut. Auch Anakin erhielt seinen zweiten Jedi Starfighter, der diesmal in grün gehalten war, mit dem er auf Mustafa flog. Ebenfalls mit einer exklusiven Jedi-Pilotenfigur von Anakin und hier auch ein R2. Dieses war auch ein Exklusiv gewesen, ebenfalls von Toys R Us, auch im Jahre 2005. Hier die Rückseite. Aufgrund der Blisterkarte unnötig ihn auszupacken. Ich habe ihn zwar schon mal offen gehabt, um die Figur zu fotografieren, aber das Schiff habe ich drin gelassen.
Und auch Anakins gelber Jedi Starfighter sollte neu aufgelegt werden, 2013 in der Mission Series. Ich zeige ihn nur ganz kurz wieder. Ausgelassen habe ich mich ja schon bei dem vom Obi-Wan. Flügel konnten aufgeklappt werden. Das Cockpit wieder angedeutet. Für eine winzige Figur vielleicht ausreichend, aber für die normalen Figuren nicht. Und übrigens ist das ein Hasbro-Fahrzeug für die 3,75-Inch-Figuren. Hier wieder der Abschlussmechanismus. Beidseitig. So. 2012 sogar. Okay. Wie schon für die Episode 2 Jedi Starfighters erschien auch hier für die von Episode 3 für die diversen Jedi-Ritter ihre diversen unterschiedlichen individuellen gehaltenen Abfangjäger. Dieser hier im Jahre 2006 in der Saga Collection, also in der kam der von Mace Windu heraus, ein Target-Exklusiv. Hier mit seinen individuellen lilafarbenen Astromech-Droiden. Das müsste R4M6 sein, jawohl. R4M6. Und gleichen Funktionen wie bei den anderen. Hier die abschießbaren Raketen. Und was auch noch interessant ist, was bei allen dabei war als Aufkleber, sind hier die gezählten, abgeschossenen Tree-Droids. Beziehungsweise Vulture-Droiden. Na gut. Hier sitzt ein Mace Windu herin. Sein Lichtschwert liegt schön daneben, passend zur Farbe des Schiffs. Wunderbar geschlossen, viel Platz hat die Figur. Und hier hinten wieder der Abschussmechanismus, der Flügelmechanismus. Na, komm schon. Wie gesagt, der gleiche Mold wie bei den anderen. Andere Farbgebung, aber trotzdem tausendmal besser wie die kleineren. Aber jetzt glaube ich, jetzt habe ich genug gesagt und geschimpft über die kleinen. Lassen wir es. 2006 bzw. 2007 in der 30th Anniversary Collection, das war 2007 genau, kam ein Expanded Universe Darth Vader Sith Starfighter heraus, also nicht Jedi Starfighter, sondern Sith Starfighter. Expanded Universe aus der Reihe Dark Lord Rises, Rise of Darth Vader. Der ins schwarz gehaltene Jedi, ehemalige Jedi Abfangjäger hier auf seiner Abschussliste Jedi Starfighter und Jedi Abfangjäger abgeschossen. Gehört dieser dunkel gehaltene Schlitten kein geringeren als Darth Vader. Auch er hat hier drin sehr viel Platz. Die Scheiben sind in Rot gehalten. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und auch sein Astromech-Droide, der hier in der Kuppel wieder in Dunkel gehalten ist, trägt den Namen oder die Kennzeichnung. R4K5. Hier haben wir ein paar Blasterschüsse, Aufkleber bzw. hier auch Abschürfungen. Hier das Zeichen seines Imperators, des Imperiums. Ja, klasse. Also mir gefällt er. Scheinbar gefiel er auch den Fans, da diese Version auch bei den Star Wars Transformern umgesetzt wurde. Hat was. Ein weiteres Exklusiv
Target-exklusiv war dieser Abfangjäger auch im Jahre 2007 in der 30th Anniversary Collection. Und zwar ist das der von Ayla Secura, der im Film nie zu sehen. Aber ja, irgendwie braucht jeder Jedi einen Abfangjäger. Und hier sieht man, sie haben dann gedacht, R4 G9, den sich Obi-Wan später dann ausgeliehen hat, um seine Reise nach Utapau antreten zu können. Passend zur Hautfarbe, in Blau gehalten. Ja, super. Also dadurch, dass sie nie in die Filme oder so erschienen waren, haben sie sich schon Gedanken gemacht. Aber gut, viel Gedanken. Ja, zumindest haben sie alle individuell gestaltet. Und das macht eine Armada erst aus. Wobei der von Mace Windu war ja auch in der Mikroserie The Clone Wars zu sehen. Und dann gab es noch einen, der von Hasbro produziert und von Walt Disney in den Star Tours Disney Stores angeboten wurde, inklusive mit einer Mickey Maus und einem Droiden. Ich weiß jetzt nicht mehr welches Jahr, aber ich denke auch so im Jahre 2005 bis 2007. Man sieht hier das Emblem von Mickey. Und hier hinten. Und ansonsten die gleichen Funktionen wie schon die Vorgänger. Hier wurde auf eine Kanzel verzichtet und lediglich nur eine Astromech-Droiden-Einheit mit Mickey-Maus-Ohren mitgeliefert. Wen es interessiert, der kann sich gern meine Review über Star Tours angucken. Dann habe ich noch aus eBay erwerben können zwei Costumate Jedi Starfighter. Dieser hier ist der von Ki-Adi-Mundi. Zumindest wurde er mir so verkauft. Und deswegen habe ich auch Ki-Adi-Mundi hineingesetzt. Eine Astromech-Einheit wurde hier weggelassen. Aber sonst genauso funktionstüchtig wie die anderen. Und zu guter Letzt der Jedi Starfighter von Shak-Ti. Hier auch passend zu den Lekus, zu den Farben der Kopffortsätze, gehaltene Farbgebung, finde ich sehr interessant, sehr gut gemacht. Und ansonsten sieht man hier schon ein bisschen die Farbe, also es ist per Hand gemacht und hier auch der Staub. Aber wo Staub, mit diesem Schiff hat sie sich vermutlich aus dem Staub gemacht, auf Felucia geflohen, wo sie dann letztendlich von Gail Marek, den Starkiller, getötet wurde. Ob dies natürlich noch Kanon ist, weiß ich nicht. Hier habe ich übrigens einen übrigen R2 hineingesetzt. Ja. So, das war's mal wieder für heute. Vielen Dank für eure Geduld. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschüss, macht's gut.